Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Enderal-Freunde. Mein Name ist Sirius, ich bin ein Halbkelene, beziehungsweise mein Charakter ist ein Halbkelene in der Stufe 40 und wir befinden uns anscheinend in Dünenheim. Ich habe ein paar Tage lang nicht gespielt, muss ich sagen, Spielladen, ja. Und ich habe gedacht, so, ich moderiere das mal ein bisschen an. Ein bisschen auf die Kommentare eingehend, die man so unter den Videos findet. Nicht alles macht Sinn, was man in dem Let's Play macht. Vermutlich macht das wenigste Sinn, was man innerhalb eines Let's Plays macht. Und manchmal trifft und fällt man auch Entscheidungen, während man spielt und redet, die man im Nachhinein selber ein bisschen bezweifeln würde. Beziehungsweise wo man im Nachhinein denkt, Mensch, das hätte eigentlich auch anders machen können oder das hätte man auch einfach anders lösen können. Aber in dem Moment, wo du einfach spielst und redest, ist es mehr so ein intuitives Ding. Und letztendlich geht es beim Spielen, Achtung, immer noch einfach um Spaß haben. Also es geht nicht darum, irgendwelche Regeln zu verfolgen. Es geht nicht darum, den perfekten Charakter zu erschaffen oder die bestmögliche 100% Lösung zu erreichen. Jedenfalls geht es für mich beim Spielen nicht darum. Bei mir geht es beim Spielen ganz einfach darum, Spaß zu haben. Und das werde ich jetzt nach Möglichkeit versuchen. Wir sind wieder in Enderal angekommen. Jesper hat sich bereits zurück zum Sonnentempel begeben. Ich sollte es ihm gleich tun und Arantheal und die anderen von unserem Überleben in Kenntnis setzen und zwei Seelen Teil 3 Kalia im Tempel treffen. Na, das wieso markiere ich mir auch mal. Scheiße, dieser verdammte Sturm, echt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir genug waren, um da geradewegs reinzufahren. So, wisst ihr, was ich jetzt mal einmal mache? Und zwar werde ich jetzt mal einmal 24 Stunden schlafen. Ich glaube zwar nicht, dass das gängige Probleme behebt, aber ich werde das trotzdem machen. Und naja, ob das geklappt hat oder nicht oder worum es da überhaupt geht, werde ich vielleicht dann ein anderes Mal dokumentieren. So, wie lange ausruhen? Ist ja nicht mehr lang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4. Null. Selbst der alte Kaon so. Hat gesagt, dass es sicher ist. Vollkommen fit. Als ich sein Räumer wo bin ich jetzt hier überhaupt, ey? Bloß, du glaubst diesen Schwachsinn wirklich. Manians Haus. Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Pulverwüste. Was ist die Pulverwüste? Geht's da hinaus in die Wüste dann, oder was? Das ist ja schon eine ziemlich irre Location hier. Ist doch immer dasselbe. An der wir beim letzten Mal angekommen sind. Ist das die Kneipe des Dorfes hier? Ist das ein Dorf? Kann man das Dorf nennen? Des Hafens? Hm? Was gibt's denn hier zu kaufen? Interagieren, man kann mit einer Wasserpfeife interagieren. Ist das so eine Art Hotel? Oder wohnt sie hier? Ist auf jeden Fall nichts, wo man einkaufen kann, oder? Ich rede mal mit ihr. Mann, bist du schrumpelig! Nein, sie will nicht mit uns reden. Bei meinem Glück falle ich jetzt hier eh runter. Das ist die Kneipe des Dorfes. Ihr da. Ihr wollt doch sicherlich etwas näher, oder? Schreitet wohl. Ja. Ja, etwas näher. Das habe ich gerade genau gehört. Jetzt nicht mehr, oder was? Hey, Süße. Na, was? Ja, na Logo, jetzt direkt hier. Nicht jetzt, wann denn dann? Du hast doch gesagt, wie wär's. Wann denn dann? Weiber. Wollt ihr da was trinken? Wie läuft das Geschäft? Ihr meint das hier und da mal ein Glas Schnaps an Schürfer verkaufen Geschäft. Ihr werdet lachen, aber seit diese verrückten Gelbröcke in das Land eingefallen sind, läuft es besser als je zuvor. Die Leute haben Angst und trauen sich nicht mehr auf die Plantagen oder in die Minen und kommen stattdessen hierher. Ist aber ein trauriger Erfolg. Was passiert nur mit dieser Welt? Ich dachte, selbst wenn's Feuer vom Himmel regnet, Enderal bleibt davon verschont. Nein, anscheinend nicht. Sichere Straßen euch. Scheiße. Der sieht eigentlich aus wie der Schmied, oder? Ich bin in der Gegend neu. Habt ihr irgendwelche Tipps? Nein? Nicht wirklich? Lebt. Okay. Ja, lebt du auch wohl. Das hier sieht aus wie ein Händler. Hier kann ich auch was klauen. So, hallo? Hallo? Hallo, Sida. Habt ihr es schon gehört? Angeblich macht so eine kilianische Händlerin Mael Groschenfürst die Führung der Goldenen Sichel streitig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die Kile sind ein gottesfürchtiges Volk, aber wie sagt man,
Kauf einen Nagel von einem Kilen und am Ende hat er dir eine ganze Werkstatt verkauft, ohne dass du es gemerkt hast. Ja, also sie wollte mir anscheinend auch nichts verkaufen, aber es gibt überall Betten. Hallo. Hallo. Was eine geile Gegend, ne? Vollkommen geil. Aber trotzdem wäre ein Händler noch nett gewesen. Da geht's halt raus in die Pulverwüste wieder mal. Vielleicht gibt's auch wieder irgendwo Händler und ich habe nicht genügend diese Plattformen abgelaufen. Das mag natürlich jetzt auch wieder sein. Das ist das Gefängnis. Soll ich mal ins Gefängnis gehen? Warum hat dieses, wollte ich gerade sagen, kleine Drecksloch überhaupt ein eigenes Gefängnis? Und wo sind hier die Zellen? Hier kommt man hin, wenn man... Ah. Hallo du da. Flinkfinger. Sirius Flinkfinger. Das wäre auch ein guter Charaktername, wirklich, muss ich sagen. Das würde mir sehr gefallen. So, ich laufe hier mal noch ganz klar ein bisschen durch die Gegend. Einfach nur, um das zu erforschen. Und das ist ja dann auch wieder das. Bei einem Let's Play erforscht man das ja dann so minimal. Also man nimmt so ein bisschen die Zuschauer mit, guckt so ein bisschen rum, fragt sich, was ist das? Hä? Fragt sich, wo geht diese Falltüre hin? Achso, die geht da zu einer Leiter hin. Sehr praktisch. Durchsuchst das aber vielleicht nicht bis ins letzte Detail, ganz einfach, weil du ja immer denkst, hey, mit der Story sollte das ja weitergehen. Geht weiter. Ja, ja, geht weiter. Seht ihr? Und so sind die Menschen dann auch sehr unfreundlich zu mir. Im Großen und Ganzen. So, wir gehen mal raus in die Wüste. Wer das hier erkunden mag, dem wünsche ich viel Spaß dabei. Ich finde, es sieht sehr interessant aus. Pulverwüste. Here we comes. Comes. Naja. Manche der seltensten und mächtigsten Waffen müssen nach einem Bauplan konstruiert werden. So, so, so. Angriffe können sowohl mit einer Waffe als auch einem Schild abgeblockt werden. Ja, Schild ist eigentlich echt stark, ne? Aber ich wollte mich ja so weigern, so traditionell zu kämpfen. Wow! Mega nice location incoming. Dünenheim entdeckt. Wow! Boah, ist es immer geil, ne? Ist es immer der Hammer geil hier? Bisschen Wüstensandsturmig hier. Tealor Aranteal ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Trochessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Kann man in Wohnhäuser gehen? Das ist wahrscheinlich auch ein Wärter. Aber ist es der Hammer hier, oder? Ich hoffe, das ist jetzt nicht für YouTube zu dunkel, aber ich finde, also wenn der Monitor richtig eingestellt ist, solltet ihr eigentlich genügend noch sehen können. Oder soll ich mal auf Tageslicht warten? Aber das wäre jetzt auch wieder so blöd. Vermutlich... wir machen das mal. Wir gehen nochmal einmal hinein. Und ich lege mich nochmal schlafen, bis es... Oder gibt es hier auch ein Bett? Nee, ich gehe mal in so ein Wohnhaus. Und dann gucken wir mal, ob wir auf eine Tageszeit warten können, dass wir das hier im Hellen erleben. Die sind hier alle tot. Nö, brauchen sie zumindest die Groschen nicht mehr, könnte man ja so antworten. Das ist ein bisschen, ich finde das gerade ein bisschen befremdlich, dass ich so in das erste Wohnhaus gehe und hier so die Leichen rumliegen. Und man kann nicht im Bett schlafen, oh Mann! Was soll das denn... Gab es noch mehr Wohnhäuser hier draußen? Auf der anderen Seite auch, ja. So ausschaut. Oder ne? Hier ist nichts. Ziemlich windig auf jeden Fall in dieser Location. Ich weiß gar nicht, bis wie viel Uhr hatte ich geschlafen. Ich habe ja einfach pauschal 24 Stunden geschlafen und innerhalb dieser Höhlenanlage, möchte ich mal sagen, sah es ja so oder so immer gleich aus, ne? So von der Lichtstimmung. So.
So. Jetzt mal mega gespannt. Ob sich das jetzt verändert hat. Ob es jetzt hell ist oder ob die Wüste generell so schwarz-blau ist. Das könnte ja auch mal ein Design-Element sein, dass man einfach sagt, hey, hier scheint nun mal keine Sonne. Aber ich glaube nicht. Aha. Das sieht doch schon ganz anders aus. Obwohl es in diesem dunklen Setting natürlich auch geil war, oder? Da gehen so Treppen hoch. Das konnte man ja von hier kaum sehen, ne? Bleibt fern von der Pulverklippe. Ist es geil hier, oder? Wir werfen mal einmal einen Blick auf die Karte. Okay, hier sind wir. Okay. Das sieht so ein bisschen aus. Hupsa. Ich habe gerade gedacht, ich falle hier runter, als würde die Map da enden, ne? Tut sie vermutlich ja auch. Mega Location, muss ich sagen. Sorry vor Speicherring. Sollen wir uns mal einmal mit. Sollen wir einmal die Kamera hier rumfliegen lassen? Oder ist euch das immer lästig? Uah. What's that? What's up? Friendly? Bist du sowas wie eine Kuh in hässlich? Lass das! Lass das! Hilfe! Guck mal, ich schleiche und es schleicht auch. Ey, lass das! Ich töte dich! Ich sag's dir jetzt nochmal im Guten, ich töte dich! Wenn du nicht bald abhaust! Hui! Oh, es hat seine Freundin gerufen! Oh, Entschuldigung, ich sollte nicht lachen bei sowas, ich muss das ja immer total ernst nehmen. Ich wusste ja nicht, dass es böse auf mich ist! Moment mal, ihr beiden. So, jetzt kommt, könnt ihr mir mal zeigen, wie ihr hier raufkommt. Im Jump'n'Run-Move. Ich sehe nichts mehr. Wo sind die? Na, wo seid ihr? Da unten? Ich könnte euch jetzt töten. Das könnt ihr euch jetzt noch überlegen. Unser Freund Siri ist auf jeden Fall ordentlich unterwegs. Und hackt auch schon auf das, ich weiß nicht, was es ist, ein. Es ist ein Steppenstampfer. We killed two Steppenstampfer. Oh, die haben aber relativ schnell den Arm kaputt gemacht, sehe ich gerade. Sollten wir vielleicht nochmal relativ schnell einen... Ein Geister, Schwarzbär, Hilfe, ich häng fest. Bär gegen Steppenstampfer. Epic Battle Number One. Die interessiert Feuer leider ganz wenig, nur sehe ich gerade. Ich sollte mal mit Blitzen kämpfen, oder? Kämpf mit dem Bär, du Riesenvieh. Hm.
Kälte finden die nicht so cool. Stirb! Oh, mein Mana ist alle. Ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich in dieser Folge komplett mit irgendwelchen Riesenviechern kämpfen werde, die hier lustig rumlaufen. Aber die machen funny Moves, muss ich sagen. Bleib liegen! Ich bin deine Herrscherin! Oder so ähnlich. Komm, ich erleg es mit dem Bogen. Solange es noch lebt. Nice Finishing Move! Epic Battle! Gegen Stampfviecher! Ja, wer weiß, das wusste ich nicht. Das hätte ja auch eine freundliche Kuh sein können. Ihr seid immer gut. Woher soll ich denn wissen, dass die Viecher tödlich sind? Es hätte ja genauso sein können, dass das wie so Kühe sind. Ich meine, das kann ja keiner ahnen. Da-da-dam-dam-dam-da. Ektoplasma vom Geisterbär. Vielleicht sollten wir noch ein paar von den Stampfkühen töten. Also da geht's halt hin, aber irgendwie ist es hier halt so... Wow! Scheiße. Ich kann nicht hüpfen! Nein! Mann, Mann, Mann. Und ich wollte so ein Stück fliehen, um mich ein bisschen so darauf vorzubereiten. Aber die ganze Wüste ist schon ziemlich zerschmettert mit, ganz schönen Hammerviechern, oder? Aber ich finde, optisch ist es immer noch ein Knaller. So, mal gucken, wenn ich dir nichts tue. Tust du mir dann auch nichts? Tut mir auch nichts, nee. Soll ich trotzdem töten? Nimmt nicht viel Schaden, auch bei Frost. Ne, findest du irgendwie nicht so gut, das Ding? Hat der Ahne wirklich so viel Schaden gemacht? Kann mir auch nicht vorstellen. Also ziemlich magieresistent, könnte man meinen. So, jetzt war hier oben. Ah, da ist er! Hilft eigentlich ein Schild gegen dieses ausgespuckte Gift? Boah. Boah. Jetzt haben wir dich, du blöde Sau. Ich meine, sowas im Grunde genommen, das ist natürlich bei einem Let's Play, finde ich das habe ich ja schon oft gesagt, finde ich das immer wesentlich interessanter, wenn man einfach den Geschichten folgt. Aber so von den Lebenspunkten, also von den Erfahrungspunkten, ist sowas natürlich eigentlich das A und O. Dass man diese... Oh, wo habe ich ihn denn hingezaubert? Dass man einfach diese Kämpfe bestreitet, um wiederum aufzuleveln. Ich habe nur noch eine Karotte. Jetzt nicht gerade viel, was ich hier im Anschlag habe. Komm, wir holen uns mal ein bisschen dreckiges Leben. Ja. Ich finde, den muss man immer einen vor die Nase setzen, der mit denen kämpft, damit man sich selber dann halt damit beschäftigen kann, das Vieh von hinten anzugreifen. Bam! Ihr seid eine Stufe aufgestiegen und wir brauchen mehr Mana. Natürlich, meine Freunde.
Was sollen wir sonst anderes benutzen als Mana? Ich glaube ja ehrlich, hätte ich den Charakter komplett anders aufgebaut, halt nicht nur auf Mana, wäre ich wesentlich unsterblicher. Ich habe ja, glaube ich, bis dato noch keinen einzigen Punkt irgendwie in Lebensenergie gesteckt. Also wirklich keinen. So, ihr sagt zwar immer so, ja, Mental-Leveling, hier gibt es halt Punkte, doppelter Mentalzauber, aber ich würde ja gerne... Ach, jetzt habe ich den schon... Ach Mann, ich wollte nochmal zurückgehen, ich Idiot. Das hätte ich besser gemacht. Oh nein, oh nein. Nein, ich hätte besser den genommen. Hä? Naja, komm. Sei es drum. Wir stellen uns einfach mal dem Schicksal. Das Schicksal wollte, dass ich diesen Knopf aussuche und deshalb haben wir ihn jetzt einfach ausgesucht. Es wäre eigentlich eine längere Lebensdauer. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon irgendwie angekündigt, dass ich lieber die längere Lebensdauer nehmen würde, oder? Vielleicht mache ich das auch noch. Vielleicht mache ich das auch einfach jetzt. Ich sag, danke fürs Zuschauen. War ein bisschen komische Folge heute, fand ich. Weil gar nicht so viel passiert ist. Aber ich fand jetzt die Location irgendwie ganz nett. Und ja, beim nächsten Mal Story, Story, Story.